Hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Saubertin und ich habe gerade was ziemlich Erschreckendes gesehen. Ich habe einen Pfand gesehen, und zwar dieses hier. Und wenn es das bedeutet, was ich glaube, haben wir bald ein paar Kollegen weniger auf YouTube. Was ich sehr schade finde. Aber ich würde sagen, wir gucken mal ins Video rein, was die Jungs da gemacht haben. Ich bin gespannt. Und dann würde ich sagen, let's go. Willkommen bei Herz der Karten, ich bin Robin, ich bin David. Und heute wollen wir etwas verkünden. Und zwar, wollen wir schon direkt sagen? Ja, warum? Warum nicht? Wir hören auf. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich muss wirklich sagen, also das hatten sie ja vorletztes Jahr schon mal gemacht. Dann haben gesagt, sie hören auf und dann sind sie ja wiedergekommen. Ich hoffe für die Community, dass das wieder so passiert. Denn die beiden Jungs sind einfach ein sympathisches Duo und haben mal gezeigt, wie man sowas machen sollte. Ne? Zumindest so von der Idee der Qualität her. Deswegen finde ich das eigentlich schade, dass sie das jetzt so entschieden haben. Aber es geht jetzt 11 Sekunden, das Video geht 5 Minuten. Let's get it rolling. Und zwar, es hört sich so unwirklich aus. Ein Es hört bisschen, sich so ja. unwirklich an, weil wir haben das Ganze schon mal gemacht und das ist knapp 2 Jahre her, würde ich sagen. Okay, Damals krass. haben wir auch gesagt, wir kommen nicht mehr zurück. Das hatte aber andere Gründe damals, halt einfach so, dass wir den Kanal noch gefühlt haben, dass wir komplett am Start waren, dass wir noch. Also sie haben damals den Kanal noch gefühlt. Jetzt fühlen sie ihn offensichtlich nicht mehr. Die Frage ist jetzt, warum nicht? Meine Vermutung hat wahrscheinlich was mit dem Aufwand zu tun. Ich stecke ja auch viel Arbeit in die Videos rein und ich glaube, dass das der Grund ist, warum viele halt das nicht weitermachen möchten. Weil sich das halt finanziell bei so einem kleinen Kanal, meiner ist ja auch nicht groß logischerweise, auch nicht lohnt. Rein finanziell gesprochen. Wenn man halt keinen Spaß mehr dran hat. Noch sehr viel Spaß hatten und dass wir ja auch unseren Lebensinhalt damit irgendwie füllen wollten. Jetzt ist es eine andere Situation. Ich finde es übrigens interessant, wie traurig er hier aussieht. Also er ist wirklich richtig geknickt. Ich glaube, dass wenn das halt anders gelaufen wäre, er das hätte doch gerne weitermachen müssen. Schade. Jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt mit der Zeit. Ja, aber wir wollen von vorne anfangen. Wir sind auf jeden Fall so, dass das jetzt ja mal wieder in Anführungsstrichen das letzte Video wird. Naja, das wird das letzte Video sein. Es wird danach kein Comeback mehr geben. Wirklich endgültig nun die Entscheidung. Wir haben auch ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist so eine Aussage. Ich glaube schon, dass sie es ernst meinen. Das Problem ist halt, es kann halt sein, dass sie in einem Jahr denken, so, oh, ich habe ja auch einen Channel mit 6000 Abonnenten. Vielleicht kommt da nochmal was. Für die Herz der Karten mögen. Bin gespannt. Gedacht, nicht, dass sie denkt, das ist jetzt eine Kurzschlussreaktion oder sonst irgendwas. Ja, zum einen, was kann man sagen? Man soll natürlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir können. Haben wir das letzte Mal nicht genau das gleiche gesagt? Ich meine, es ist vollkommen fein, aber haben die nicht genau das gleiche gesagt? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das wirklich derselbe Wortlaut gewesen ist. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gehört. Also auch von mir. Kann sagen, seitdem wir wieder angefangen hatten, letztes Jahr im Mai, waren sehr, sehr viele tolle Momente dazugekommen. Wir hatten sehr, sehr viele tolle Kooperationen gehabt mit sehr vielen Ja, anderen stimmt, YouTubern, sei ja. es mit Julian, sei es mit Jan, sei es mit Maurice. Mit anderen hatten wir auch hier und da Kontakt, beispielsweise Dennis von DTV und so weiter. Wir waren wieder mit Lotticars unterwegs. Und neuerdings, ja, war sogar eine Zusammenarbeit mit Konami am Start gewesen. Und der Kanal ist stetig. Ich wurde nicht mehr erwähnt. Jetzt bin ich deprimiert. Jetzt bin ich deprimiert. Nie wieder Videos mit Herz der Karten. Ich meine, jetzt ist es ja eh nicht mehr geben, aber. Damn it! Damn it! Jungs, Jungs, Spaß, Spaß, ne? Seid Sportsmänner. Kann sich nicht jeder meinen Namen erinnern. Gewachsen und wir sind jetzt bei fast 6000 gelandet und da kann man sagen, Strong, okay, ja. für Yu-Gi-Oh! YouTube Deutschland schon mal eine gute Zahl. Ja. Wir können sagen, wir sind stolz darauf, was wir erreicht haben, war eine schöne Zeit, viele wertvolle Erfahrungen, die wir machen konnten. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die einfach ja in den letzten Wochen und Monaten sich ein bisschen verändert haben, beziehungsweise die man erst realisiert hat, beziehungsweise ich auch realisiert habe. Weil ja, die Arbeit, die dieser Kanal halt erfordert, die ist schon. Ich habe es mir fast gedacht. Ja, also es ist wirklich halt der Aufwand. Ne? Ich glaube, die Jungs haben ja auch 2 bis 3 Videos die Woche rausgeknallt. Also Production Design ist halt auch nicht schlecht. Das heißt, das kostet halt auch viel Zeit und die schneiden ja auch jetzt nicht super viel, aber auch schon einiges. Und das frisst halt viel Zeit. Und ich weiß nicht, ich hoffe, Studium haben sie fertig gemacht, deswegen sind sie ja zurückgekommen. Aber wahrscheinlich auch noch Arbeit, Privatleben. Ne? Gibt es ja noch ein paar andere Dinge außer Yugi. Schon relativ groß, wenn man kontinuierlich so 2 bis 3 Videos die Woche machen möchte. Ja.
Sprich, ich habe mich da irgendwo komplett irgendwann vernachlässigt. Ich habe sehr viel für den Kanal gearbeitet, sage ich mal, und andere Dinge komplett schleifen lassen, auf privater Ebene und so weiter und so fort, weil ich hatte immer so, ja, das Gefühl, ich muss für den Kanal sehr, sehr viel machen. Irgendwann war es nicht mehr. Das kenne ich aber auch, wenn man jetzt quasi eigentlich denkt so, oh, ich habe gar keinen Bock, aber irgendwie soll auch eigentlich ein Video kommen. Das Video sollte eigentlich morgen online gehen und irgendwie muss ich halt gucken, dass ich das noch schaffe. Denn zum Beispiel, falls ihr es nicht wissen, ich mache ja die Deckprofiles jeden Montag. Und die sind manchmal mehr Arbeit, als ich mir das vorher überlegt habe oder zeitlich einberechnet habe. Und dann sitze ich ja manchmal noch 2 Stunden dran. Und ja, das ist dann ein bisschen doof, weil es dann Zeit frisst und es halt stupide Arbeit ist. Aber am Ende des Tages habe ich danach ein cooles Video. Das heißt, wenn ich fertig bin, bin ich glücklich damit. Das Hobby ist es irgendwann so zu einer Art Pflicht geworden. Und irgendwann hat mir dann auch so, ich sag mal, diese Arbeit in diesem Kanal auch nicht mehr sonderlich diese Freude bereitet, wie sie es ehemals getan hatte. Also ich sehe den Kanal immer noch mit einem freudigen Auge. Es ist irgendwo immer noch ein Baby, sag ich mal, das man so von klein auf raufgezogen hat. Aber ich glaube, es tut mir langfristig gesehen einfach gut, das zu beenden und das mit... Ja. Ey, wenn ihr aufhört, Leute, ich will euren Rahmen mit den Karten da drin haben. Ich bezahle dann auch. Sag mir Bescheid, ich zahle das Ding. Diesem jetzigen Zeitpunkt einfach zu tun, weil es ein schöner Moment, man kann es in guten Augen ja, zurücklassen, sage ich mal. Und ja, wenn ihr sagen wollt, ich bin schuld daran, könnt ihr es gerne machen. Bist du ja auch. Das heißt aber, dass er die ganze Arbeit gemacht hat und Robin nicht. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie viel er involviert war, aber ich habe das Gefühl, dass David hier die große Arbeit gemacht hat. Und wenn er natürlich dann da sagt, Zeit, ey, ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Ne? Aber du bist schuld, keine Frage. Aber es ist ja nicht schlimm. Ne? Ich meine, es ist schade im YouTube Deutschland, also im YouTube Deutschland. Aber ne, wenn es dir ja keinen Spaß mehr macht, dann musst du es auch nicht mehr machen. Nein, das sagt keiner. Also es ist nicht so, dass David jetzt hier die Schuld trägt, dass der Kanal ja zugrunde geht in Anführungsstrichen oder dass wir... Zugrunde geht, Bruder. Der Kanal bleibt doch offen, oder nicht? Ihr habt doch immer eine Möglichkeit, wirklich, wenn ihr mal Bock habt, zurückzukommen. Ne? Also das bleibt hier offen. Das habt ihr das letzte Mal ja auch gehabt und seid trotzdem wieder zurückgekommen. Könnte also noch das eine oder andere passieren. Nicht jetzt da mit einem Schlussstrich ziehen, sondern es ist eher so, es ist ein Verbund aus uns beiden. Also David zum einen, dass er jetzt endlich realisiert hat, möchte ich meinen, dass es jetzt halt auch für ihn wirklich der Punkt ist, dass es zu viel geworden ist, dass er das jetzt einfach verstanden hat oder dass er das jetzt einsieht. Ich habe es jetzt, ja, jetzt schon seit ein paar Monaten irgendwie dieses Gefühl gehabt, pass auf, David, du steigerst dich dazu sehr rein. Es ist nicht mehr nur dieses Hobby, sondern es ist halt wirklich so eine Art, ey, ich muss das jetzt machen oder wir müssen das jetzt machen. Und dann sind wir auch ein bisschen aneinander geraten teilweise oder sowas und das war halt einfach nicht gut und das ist halt irgendwo nicht das Zielführende, was wir halt wollten. Also David hat gesagt, ja, wir müssen jetzt machen und Robin hat gesagt, so, nee, eigentlich eher nicht so und das soll ein Hobby sein. Verstehe ich, aber warum macht ihr dann nicht einfach nur so ein Video die Woche oder wann ihr Bock habt? Ne? Weil klar, euer Kanal läuft gerade richtig gut, aber dann macht doch einfach weniger. So, ich meine, die Frage ist halt, ob man sich aus dem Zwang, so viele Videos produzieren zu wollen, wie man es macht, quasi rausholen kann. Das ist also die Frage. Ne? Und schwierig zu beantworten, aber das wird auch die Lösung sein. So, ich mache dann einfach ein Video, wann ich Bock habe. Wollten, weil eigentlich ist das hier so ein, ey, wir sind zwei Freunde, wir haben hier Spaß mit dem Kanal und das ist halt auch wo das Ding, was wir machen wollen. Und im Endeffekt jetzt nicht, dass wir das nicht mehr sind oder dass es jetzt keinen Spaß mehr gemacht hat, aber es hat weniger Spaß gemacht. Es war weniger lustig die letzten Monate. Okay. Und jetzt ist das Ganze so entstanden, dass wir uns jetzt gemeinsam dafür entschieden haben und ich bin da genauso mit im Boot wie David und ich trage dafür genauso viel Verantwortung, dass das jetzt hier aufhört. Am Ende des Tages ist ja, wer schuld trägt, doch egal. Das ist ja die gemeinsame Entscheidung vom Kanal, wenn man zwei Personen trägt. Ist ja auch Bums, wer das Sache dann entschieden hat. Es werden ja nachher beide entschieden haben, das zu machen. Logischerweise. Schade, schade. Ja, dementsprechend wären wir so, ich sag mal, bei den Beweggründen, dann wären wir jetzt fertig. Ja, noch ein paar abschließende Worte irgendwo. Es ist nicht so, dass wir mit Yu-Gi-Oh! Aufhören. Bei Seite nicht. Das macht uns viel zu viel Spaß. Also ich denke mal, sobald irgendwelche Events vielleicht mal wieder in Person stattfinden. Wenn ich euch da nicht sehe, ne, bin ich aber echt traurig, du. Bin ich echt traurig. Wenn mal wieder YCS ist, hier in NRW oder in Deutschland, kommt vorbei, ich werde da sein. Machen wir ein paar Clips zusammen. Finden können.
werdet ihr uns vielleicht hier und da auch mal so treffen können, aber natürlich nicht mehr so, dass wir dann die YouTuber sind irgendwo in dem Sinne, sondern einfach nur als Spieler, wenn wir da dann sind, weil, wie gesagt, das Spiel macht uns unnormal viel Spaß. Wir haben sehr, sehr viel mitgenommen, was diese gesamte YouTube-Reise angeht. Da hat man wirklich eine Menge dazugelernt. Man hat viele neue Leute kennengelernt. Das ist immer eine schöne Erfahrung, eine neue Erfahrung irgendwo auch. Und stimmt, ja, definitiv. Die kann man mitnehmen und ich sag mal so, auch für sein ganzes weiteres Leben irgendwo mitnehmen, die einen irgendwo auch bereichert. Ja, und dementsprechend für ein letztes Mal, irgendwo unser letztes Outro. Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß mit dem Spiel Yu-Gi-Oh!, wenn ihr es denn weiter verfolgen wollt. Wenn ihr uns mal so trefft, ja, quatscht uns einfach gerne an, wir freuen uns da trotzdem drüber. Und es ist gerade wirklich sehr, sehr schwierig, aber ja, in diesem Sinne würden wir uns verabschieden von euch. Wir hoffen, ihr hattet in der gesamten Zeit viel Spaß mit uns und ja, hiermit verabschieden wir uns nun endgültig. Ja, was soll man sagen? Danke an euch beide, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die tolle Reise mit euch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vielleicht nicht auf YouTube, aber irgendwo bestimmt. Haut rein bis dahin. Ciao, Leute.